Dass die Jungs vom DJK Sportbund Stuttgart alles andere als leichte Kost sein werden, wusste man beim TDC Sachsenring bereits im Vorfeld. Im vorigen Jahr musste sich die erste Mannschaft in ihrer heiligen grünen Hölle auf dem Hohenstein-Ernsthaler Pfaffenberg den Baden-Württembergern 4:6 geschlagen geben, nachdem Stuttgart bereits in der Hinrunde 6:3 erfolgreich war. In der neuen Saison der dritten Bundesliga setzte sich der TDC Sachsenring in der Hinrunde in Stuttgart 6:3 durch. Aber kein Grund, Höhenflüge zu bekommen. Stuttgart nach der Niederlage gestern in Jena sicher etwas angefressen, wie man so schön sagt. Und das haben sie uns erstmal spüren lassen, indem sie mit 4:0 in Führung gegangen sind. Miroslav Furici und Nick Neumann-Manns gewannen zwar den ersten Satz im ersten Doppel, aber Juan Perez und Marlon Spies kamen in Fahrt und holten nach 4 Sätzen den ersten Punkt für Stuttgart. Im zweiten Doppel traten Katsuki Yoshiyama und Hermann Mühlbach gegen Dao Chaib und Gabriel Ga an. Hier fiel die Entscheidung nach 5 Sätzen ebenfalls zugunsten der Gäste. Nicht gut ging es auch im ersten Einzel für das Sari-Team weiter. Miroslav Furici musste sich bereits nach 3 Sätzen Juan Perez geschlagen geben. Am zweiten Tisch mühte sich Katsuki Yoshiyama gegen Dao Chaib. Nachdem der Japaner die ersten 2 Sätze verlor und die 2 nächsten gewann, hatte im 5. am Ende der Stuttgarter das glücklichere Händchen. Damit hatten die Gäste 4 Punkte auf dem Konto, die Gastgeber noch immer 0. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend trügen. Wie die Mannschaft von Hohenstein zurückgekommen ist, das nötigt wirklich allergrößten Respekt ab. So zeigte sich Hermann Mühlbach unbeeindruckt vom 0:4 Rückstand. In 3 Sätzen besiegte er Gabriel Gar und holte den ersten Punkt für den TDC Sachsenring. Nick Neumann-Manns hatte mit Marlon Spies einen harten Brocken am Tisch. Die 2 ersten Sätze gab er an den Stuttgarter ab. Aber er brachte sich mit einem 12:10 und einem 13:11 zurück ins Spiel. Schlussendlich behielt im 5. Satz Spies die Oberhand und baute die Stuttgarter Führung aus. Nun hieß es Horishi gegen Chaib. Der erste Satz ging zwar an den Stuttgarter, aber danach behielt der Sari-Spieler die Oberhand und brachte mit dem Punkt Hoffnung auf ein Unentschieden am Tagesende. Ich glaube, die Zuschauer, die heute auf dem Pfaffenberg gekommen sind, haben das Kommen nicht bereut. Es hat ein Spitzenspiel stattgefunden, das den Namen wirklich verdient hat. 304 zahlende Zuschauer, neuer Rekord in der dritten Bundesliga Süd, meiner Ansicht nach, oder in der Statistik ist es nachzulesen, ganz eindeutig. Das ist Wahnsinn, die Hütte rappelvoll. Die Fans ließen die Halle beben und zeigten, warum die grüne Hölle genannt wird. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich in den Ring steige, in Anführungsstrichen, und so eine volle Hütte hier sehe. Die Fans sind wirklich nicht mit Geld zu bezahlen. Also es sucht seinesgleichen in der dritten Liga sowieso. Und ich würde auch sagen, in der zweiten Bundesliga hätten wir mit diesen Zuschauerzahlen einen vorderen Platz inne. Das Anfeuern beflügelte auch Katsuki Yoshiyama, der nach 4 Sätzen Juan Perez besiegte. Den nächsten Sieg holte Nick Neumann-Manns mit einem schnellen 3:0 gegen Gabriel Gar. Da hat am Nebentisch noch Hermann Mühlbach schwer gegen Marlon Spies zu kämpfen. Ein Spiel, das Nerven kostete.
bei den Zuschauern und ebenso bei den Mannschaftskollegen. Die Mannschaft hat sich wunderbar zusammengefunden. Johann Koschmider, der heute nicht mit dabei war, gehört ja genauso dazu, wie auch Karl Zimmermann, der seine Einsätze gehabt hat. Aber vor allen Dingen Katsuki Yoshiyama, ein Lichtblick in dieser Mannschaft schon in seiner Art und Weise, wie er Tischtennis spielt. Hermann Mühlbach, ein Kämpfer vor dem Herrn, genauso wie Miroslav Horeci und Nick Neumann-Manns. Die haben sich wirklich zusammengeschweißt in den letzten Spielen und das hat man auch heute wieder gemerkt. Den Kampfgeist, den sie heute gezeigt haben, das war einfach grandios. Der Kämpfer vor dem Herren, Hermann Mühlbach, scheinbar auch mit Nerven wie Drahtseile. Nach 4 langen Sätzen lag er am 5. 3-8 zurück. Kaum einer hielt es für möglich, dass er das Blatt noch wenden könnte. Zumal Marlon Spieß sich auch als Kämpfer vor dem Herren zeigte. Aber Hermann Mühlbach arbeitete sich Punkt für Punkt heran. Einfach unglaublich. Und dann die Erlösung. Eigentlich hat viele, denke ich mal, in der Halle schon nicht mehr an den Punktgewinn heute geglaubt, aber am Ende müssen wir mit der Punkteteilung hoch zufrieden sein. Und auch Stuttgart hat zu diesem Spitzenspiel maßgeblich beigetragen. Und jetzt durch das Unentschieden ist der Punkteabstand geblieben, also mit 5 Punkten Vorsprung sieht es für den TTC Sachsenring erstmal sehr gut aus. Wir müssen natürlich weiter unsere Hausaufgaben machen in den nächsten 4 Spielen, die noch anstehen. Ein Heimspiel haben wir noch und in den 3 Auswärtspartien hat der TTC Sachsenring die Möglichkeit, den ersten Tabellenplatz zu festigen. Damit steht natürlich auch die Frage, Aufstieg von der 3. in die 2. Bundesliga. Ja, wir müssen erstmal zweigleisig planen, das haben wir uns auch vorgenommen. Alles andere wäre Augenwischerei. Natürlich gibt es dann noch verschiedene Aufgaben zu erledigen und wir müssen uns neu orientieren. Die 2. Bundesliga ist nochmal einen ganzen Zacken schärfer. Wir müssen einfach sehen, wie der Weg weitergeht, aber ich denke mal, sportlich hat sich die Mannschaft dieses Jahr das wirklich verdient, wenn sie es schaffen sollte. Am Anfang haben wir gesagt, einfach Klassenerhalt und jetzt hat sich die Saison so grandios entwickelt, dass wir einfach den Weg, denke ich, weitergehen wollen. Aber noch ist die Saison ja nicht zu Ende. Das letzte Heimspiel findet am 2. April statt, gegen den TSV Winsbach, 15 Uhr wieder hier. Bis dahin kann sich schon viel entschieden haben, ist alles möglich, dass der Aufstieg vielleicht schon perfekt ist, aber es kann auch sein, dass erst in diesem Spiel die Entscheidung fällt oder gar am letzten Spiel da. Das kann ich natürlich noch nicht voraussehen, aber im Moment stehen die Chancen gut, dass wir am Ende als Tabellenführer über die Ziellinie gehen.